Ich habe gerade einen ganz guten Lauf und den will ich einfach mal weiter nutzen. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück beim Need for Speed. Da oben steht's, der Underground 2. Das Swiss Tuner Magazine treibt sich heute Abend hier rum. Wenn du's drauf anlegst, kommst du auf die nächste Titelseite. Ja, aber ich würde ganz gerne hinten noch weiterfahren. Das ist das, was Rachel gerade angesprochen hat. Ich würde gerne nochmal die Ecken hinten fahren, die wir noch haben. Die ganzen Rundkursrennen auf der linken Seite. Aha. Wo genau? Hier unten drin? Jo, hinten in der Ecke. Hm, gut. Von Harlan. Hey Bruder, in meinen Taschen ist noch Platz für deine Knete. Am besten bringen wir das Rennen hinter uns, damit ich meine Lady heute Abend von deinem Geld einladen kann. Das hat Deme erst gesagt vor nicht allzu langer Zeit. Oh, da fahren wieder schöne Farben und auch schöne Wagen mit. Außer der linke von uns. Weiß nicht, also getuned mit Spoiler sehen die irgendwie dann doch etwas lächerlich aus. Die Golfs und Peugeots und Fords oder auch Fiat Puntos. Wobei unser Fiat Punto mit der Farbe Kirsch-Ingwer, über den geht nix, der war ja super. Da lasse ich nichts drauf kommen. Den Wagen, den ihr mir eben damals zugeteilt habt, nachdem ich euch gefragt habe. Der war schon spitze, auch wenn er sehr besonders war. Das ist ein TT vor uns. Oh, was ist denn das? Okay, da fahre ich nicht die Abkürzung. Das bläue ich mir hoffentlich ein. Wir fahren hier dreimal lang. Oh, beide hängen geblieben. Da will ich nicht rein, das wäre Quatsch. Drei Runden sind's. Wie lange geht hier eine Runde? Nochmal eine Frage. Wichtiger ist aber, wie lassen sich die Kurven fahren? Wie kann ich die mehr hier einprägen? Jetzt erstmal wieder die Halle. Das letzte Rennen bloß andersrum? Nee, oder? Nicht ganz. Ist auf jeden Fall noch mal eine Ecke anders. Weil es auf jeden Fall in die andere Richtung geht. Aber hier hinten, das kennen wir schon. Näher fahre ich hier lang, kenne ich schon. Also hier in die andere Richtung gefällt mir das noch besser, weil ich hier blöd hängen bleiben kann. Oh, das ist eine Abkürzung, scheiße. Oha. Die habe ich ja mal gar nicht geschnallt. Ugh. Schöne Schraube. Neustart. Die habe ich ja gar nicht im Blick gehabt. Also doch noch öfter auf die Karte benutzen. Da hinten hat es gescherbelt. Ich glaube, es war der Golf. Also gescherbelt nicht, aber man hat gehört, er hat sich mit seinem Lack irgendwo angelehnt. Ich will jetzt Nitro sammeln. So, hier nicht die Abkürzung nehmen. Nee, das war woanders. Das war hier hinten. Ich nehme sie dennoch, aber mit wenig Geschwindigkeit geht das. Okay. Ich bin zu schwungvoll angefahren vorhin. Nächste 90-Grad-Kurve. Und dann hinten aufpassen. Hinten aufpassen, zwecks Abkürzung. Kommt er jetzt gleich. Da sollte ich also doch lieber links fahren, oder? Ich fahre jetzt mal links und schaue, wo ich eben die Einfahrt finde. Damit ich in der nächsten Runde vielleicht korrigieren kann. Ach, die ist da hinten. Nee, dann können wir das hier fahren. Aha. Ein kleiner Arm hier. Fahre ich mal hier ganz hin. Ach, hier oben geht's lang. Interessant. Ist auf jeden Fall schneller, keine Frage. Wenn auch sehr eng. Aber das heißt ja nichts. So, hier hinten waren wir noch gar nicht, deswegen kenne ich die Strecke gar nicht. Oh, das war unser Glas. Und einer hängt da hinten an der Abkürzung, sehe ich gerade auf der Karte. Der wollte irgendwie nicht so ganz rum. Mal schauen, ob das Gummiband ihn noch anzieht. Der fährt gerade in die völlig falsche Richtung. Hängt er irgendwo in der Bande? Wahrscheinlich wird er dann irgendwo knapp hinter uns hin teleportiert werden, oder? Also aktuell 30 Sekunden Rückstand. Jetzt wird's weniger. Ist aber freigekommen. Mal schauen, wie viel Rückstand er dann später noch hat. Wenn ich das Rennen gewinne, sehen wir es ja auf dem Tableau, auf dem Zeitentableau. Aber ich muss es ja auch erstmal gewinnen. Ach, schaut mal auf die Karte. Habt ihr gerade den einen gesehen? Der ist quer über die Karte geflogen.
der jetzt hinter uns ist. Habt ihr das gesehen vor 10 Sekunden etwa? Der ist einfach so durch alles hindurch geflogen. Das ist echt Frechheit. Bleibt gerade wieder die Frage, wo setze ich Nitro ein? So eine Runde rum. Ich muss ja irgendwann mal was loswerden. Die erste Ecke konnte ich mit Abkürzung nehmen, die zweite an sich auch, bloß da war sie... Oh, ich bekomme sie gar nicht. Da war sie besonders. Ich habe jetzt gehofft, er ist links neben uns, damit wir ihn abdrängen können, war aber leider nicht der Fall. Aber schön, dass die KI da wo hängen bleiben kann. Jetzt sind nur noch 7 Sekunden hinten dran. Der hat auf jeden Fall das Gummiband bekommen. Sonst holt er niemals 23 Sekunden auf. Wo denn bitte? So schlimm sind wir alle nicht gefahren. Vielleicht habt ihr es gesehen. Der wurde dann wahrscheinlich auch wieder auf der Karte herangezogen. Querfeld ein. Finde ich dann wieder schade, weil sowas ist dann einfach unpassend. Das muss einfach nicht sein. Klar, die Rennen macht es vielleicht spannender, aber eine künstliche Spannung ist schon in der Formel 1 nichts. Mist. Scheiße. Ach, da kann man die gar nicht nehmen. Och nein. Okay, ranhalten. Man muss wirklich die erste Einfahrt erwischen. Ist nichts verloren. Gummiband gibt es ja auch noch. Weiter ranhalten. Wir fahren ja noch eine Runde. Ja, so weit weg ist er jetzt nicht. Mist. Aber gut, weiß ich jetzt Bescheid für die letzte Runde. Gut, dass wir es in der zweiten Runde erfahren haben und nicht in der letzten. Jetzt kommen die alle... Ach, sind zwei vor uns? Die fahren also nebeneinander her, laut Zeit. Okay. Du stehst ja blöd. So, jetzt sind wir schon wieder dran. Also in der nächsten Runde können wir es noch reißen. Hier könnte man Nitro reinhauen, aber ich spare es mir auf für einen bestimmten Zweck, wenn wir hängen bleiben sollten. Bums, die Bums. Oh, oh, oh. Das waren leider keine Pappkartons. Ihn hat es schlimmer erwischt, aber ein anderer ist jetzt vorne. Den müssen wir wieder einbekommen. Wir haben ja immer noch mehr als eine Runde, da ist Startziel. Hier könnte ich Nitro reinhauen. Ich spare es mir wirklich auf. Wir kommen auch so gut genug ran. So, vielleicht wegrammen den Golf. Ja. Hat gut funktioniert. So stelle ich mir das vor. Etwas Nitro haue ich raus. Vielleicht bekommen wir noch etwas. Dann kann ich wieder etwas aufnehmen. Ich fahre die Abkürzung nicht. Hab die schon bisher nicht drauf bekommen, deswegen lasse ich die einfach mal sausen. Der Semmel zweimal wogegen. Jetzt kommen wir in die 90-Grad-Kurven. Die sind jetzt nicht weiter schlimm, wenn man den Eingang nicht komplett versaut. Jetzt kommt die Tankstelle. Und dann aufpassen, nicht die Abkürzung wieder versauen. Bei der Halle fahre ich hier auf jeden Fall geradeaus weiter. Da muss ich zwar hier etwas korrigieren, aber das passt. Wobei, das hat jetzt nicht gepasst, aber jetzt gleich aufpassen. Die innerste, die linke Bahn. Dann können wir nämlich auch fahren. So, das funktioniert schon mal, aber das ist eben noch keine Sieggarantie. Gummiband zum Beispiel. Einer fährt wieder außen lang. Hat die Kurve also nicht bekommen. Was machst du denn? Rechts ranfahren? Hier ist ja gar kein Blaulicht. Oh, stimmt, das war ja eng. Habe ich gerade noch geschnallt. So langsam surrt es hinter uns. Nicht günstig. Jetzt kommt wieder das lange Stück. Nur Vollgas. Sollte uns entgegenkommen. Auf den Verkehr achten. Ich schaue auch immer mal wieder auf die Karte. Wer weiß, was da kommen könnte. Nämlich Gegenverkehr. Den sieht man auf der Karte nicht. Da sind wir vorhin hängen geblieben. Ah, hier fährt man also eine Kante runter, einen Vorsprung runter.
Kurve habe ich nicht bekommen. Wir haben einen kleinen Vorsprung und da ist schon die letzte Kurve. Also, Gegenverkehr, lass uns in Ruhe. Dann haben wir auch dieses Rennen gewonnen. Zwar nicht auf Anhieb, aber dann doch zweiten Versuch. Wunderbar, es geht weiter, immer weiter und das ziemlich gut. Das nächste Rennen links von uns. Leistung haben wir keine mehr einzubauen. Deswegen düsen wir einfach vorbei zum nächsten Rundkurs. Und dann vielleicht der Sprint und dann der nächste Rundkurs, wenn wir mal auf die Karte blicken. Oh. Von Andrew. Wow, Alter. Wenn deine Kiste eine Pokerhand wäre, würde ich an deiner Stelle passen. Du meinst, du kannst meinen Straight Flush schlagen? Legen wir die Karten auf den Tisch und finden es auf der Strecke heraus. Mal los, Leute. Ein Mustang fährt mit maximaler Leistung, aber verdammt schwerfällig der Wagen. Der klingt auch toll, aber der lässt sich wirklich sehr besonders fahren. Das wäre, glaube ich, nichts für mich, wenn schon der 350Z nicht unbedingt mein Fall ist. Jetzt hat er endlich mal die Segel gestrichen. Wieder drei Runden, wieder natürlich durch das Industriegebiet. Hakelig. Mal schauen, wie genau diesmal mit Abkürzungen, die ich vielleicht gar nicht erst blicke. Da oben fahre ich jetzt nicht lang, wobei. Ne, da komme ich, glaube ich, hier blöd raus. Muss man schon mal abwägen in der ersten Runde. Man kann es aber auch einfach mal ausprobieren und dann einfach in der nächsten Runde anders fahren, wenn es nicht passen sollte. Hui. Hier bin ich jetzt gut rumgekommen. Sehr gut sogar. Ey, was soll denn das? Gib mir Platz 1 wieder, Vollgaspassage. Solange kein Verkehr uns auffällt, ist damit alles in Ordnung. 2,70 bekommen wir hin. Was für ein Sprung. So, da hinten ist ein langer Knick, den will ich nicht fahren. Ach, hier wieder. Na, und diesmal fahren wir hier hinten lang. Vorhin sind wir ja rechts reingebogen. Und dann ist eine Runde rum. Auf jeden Fall kürzer als die letzten beiden Rundkursrunden. Und auch etwas einfacher. So kommt es mir zumindest vor. Oh. Einfach, ne? Einfach mal den Vorsprung komplett einbüßen. Oh, kommt der denn her? Kleiner Frechdachs. Wie war das hier hinten nochmal? Gab's... Oh Gott. Soll ich mal oben langfahren? Ich probier's mal. Sprung, jetzt nicht weiter schlimm. Kann man machen. Aber ich glaube, die beiden Varianten geben sich nicht allzu viel. Lieber auf dem Boden bleiben und nicht springen. Das ist, glaube ich, meine Devise. Ah, hier bin ich vorhin besser durchgekommen. Aber ich habe immer Angst, dass ich irgendwo hängen bleibe. Das war schon in der letzten Runde der Fall. Weil sieht irgendwie einfacher aus, als es letztendlich ist. So, wieder Gas, Gas, Gas geben. Und dann ist die Runde ja auch schon wieder vorbei. Rauf auf die Autobahn, dann war's das. Mir wieder angeschossen kommen, ey. Stimmt, hier noch die Ecke. Und dann hoch. Oh, beinahe zur Seite weggeschlagen. Na, die liegen gut hinter uns. Na, was heißt gut? Die liegen hinter uns. Sag mal es einfach mal so. Letzte Runde. Diesmal komme ich hier besser lang. Jetzt bremsen, bremsen, bremsen. Alle vier zusammen in einer Sekunde. Ist super. Es kann ja noch was werden. Oh, schön sauber durchfahren, nicht angeschlagen. Und noch relativ schnell. Mist. Ja, genau, halte ihn auf, den anderen Grünen, super. Feiner Ford Mustang, jetzt hau ab, Mann. Oh Gott, jetzt kann der Mustang abhauen, schnell ranhalten.
Ich schaue wieder unten lang. Hauptsache Bodenkontakt. Wenn auch minimal länger. Hier komme ich auch wieder wunderbar durch. Es sieht vielleicht doch schwieriger aus, als letztendlich doch einfacher zu fahren ist. Dann eher doch so rum. Ah, jawohl. Jetzt können wir uns etwas behaupten. Wunderbar, jetzt kommt wieder der Vollgasteil. Dann nochmal die kleine Ecke, wo wir über den Grünstreifen fahren und dann rauf auf die Autobahn. Dann war das hoffentlich das Rennen und das ist dann unser Sieg, hoffe ich. Die Strecke macht zwar Spaß, aber ich muss sie nicht nochmal fahren. Wir können sie ja nochmal fahren, wenn wir wollen. Jetzt fahre ich wieder oben lang, muss ja. Jetzt den Wagen nicht schlagen lassen. Ja, wir haben Vorsprung. Also wenn jetzt auf dem Sperrstreifen nicht noch was entgegenkommt, war es das. Super, dann können wir das nächste Sprintrennen angehen und eben auch noch den nächsten Rundkurs. Können den Hammer wieder ausbauen, also Spezialteile. Wir müssen unseren Wagen auch vielleicht mal auf Stufe 10 bringen, aber da muss ich glaube ich eben Carbonzeug anbringen. Also rundum Carbonverkleidung. Das ist wieder... Ah, der Karl, den kennen wir doch noch aus den URL-Rennen. Heute fahren wir nach den Sprintregeln und bei dem Rollstuhl, den du da hast, kannst du dein Geld eigentlich auch jetzt schon abdrücken. 2000. Oh, was mir gerade einfällt, wir haben ja noch die teuren URL-Rennen. Also teuer für die Veranstalter bzw. anderen Teilnehmer. Der Kreisverkehr wird mit involviert, wir fahren am Stadion vorbei. Also wenn, dann muss das unten sein, der Shop. Oh, jetzt habe ich auf die Karte geschaut. Und gar nicht auf das, was vor mir passiert. Naja. Es sind ja noch 90% vor uns. Ich würde ja ganz gerne mal Nitro sammeln, aber dazu brauche ich entweder jemanden zum knapp vorbeifahren oder eben Windschatten. Das flutscht wieder hier. Aber Autobahn lässt sich sowieso immer sehr schön fahren. Oh Gott. Und Wasserfässer, die sind immer noch uns gemein, weil die ordentlich abbremsen. Noch auf Platz 4 fahren die alle zusammen, hä? Frechheit. Das war bloß Rauch, das war kein anderes Zivilistenfahrzeug. Der rammt den fast, nett. Ich ramm ihn. Leicht. Hat aber gereicht. Ne, wir fahren alle den Kreisverkehr nicht zwischendurch. Nicht in der Mitte hindurch. Das kleine Kunststück legt hier niemand an den Tag, das sage ich euch. Windschatten, komm her. Schön breite Strecke wieder. Letztes Viertel. Hinten ist das Ziel auf der Karte zu sehen. Nochmal eine enge Kurve. Jupp. Heck leicht ausgebrochen, war aber soweit in Ordnung. Kurzes Geschlängel noch. Was macht der Verkehr? Spielt der uns ein Schnippchen? Schlägt er uns eins? Das machen die anderen. Breit machen, Schlangenlinien. Ach, ich wollte gerade zünden. Zu spät. Aber gewonnen ist gewonnen. Keine Rufpunkte, aber eben ordentlich Kohle. Und das eben in einem Versuch. Und ein Magazine. Super Street ist da und sucht nach Siegern. Sieh zu, dass du die karierte Flagge als erster siehst. Also Zeitfahren. Super Street Titelbild. Alles klar. Das nächste Rundkursrennen. Was haben wir denn eigentlich noch alles? Ich will mal kurz schauen. Kurzer Überblick. Bei T erstmal. Also Spielverlaufsstatus 61%. Ist die Frage, wie man das jetzt ernst nehmen kann. Sieger 87. Läuft hier besser als in Underground. 14 von 20. Gut, wir haben noch einige auf. Wir haben ja einiges wieder gesammelt. Ansonsten... Oh, wir haben schon alle. Aha, dann war da doch keiner mehr im Stadion. Zumindest keinen, den wir noch holen können. Und eben alle Teile freigeschalten. Außer eben die speziellen, die einzigartigen, wie eben Kotflügelverbreiterung und eben auch die einzigartigen Leistungsupgrades. Die stehen uns eben noch bevor. Das Rennen ist unten, ne? Hm.
Dann müssen wir nochmal runterfahren. Ich fahre gerade rauf, aber ich muss hier runter. Oh, nicht berührt hinten die Bande. Ja. War jetzt nicht so günstig. Na gut. Navi? Nee. Ist hier noch eine Abfahrt hier rechts? Auch nicht. Aber hier unten doch, oder? Ja. Doch kein Navi. Es muss nicht immer eins sein. Und dann fahren wir eben noch das Rundkursrennen. Ach, ich sehe gerade die Zeit. Die Rundkursrennen, die brauchen wirklich einiges an Zeit. Und deswegen machen wir einfach in der nächsten Folge weiter. Also nächste Folge werde ich auch nochmal einleiten, das Rennen vorlesen. Und dann legen wir einfach los und schnappen uns den Sieg und die Kohle. Und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.